Ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier aus der endlosen Riesen-Mega-Höhle. Ich weiß nicht, als ich da durch die Welt geguckt habe beim kleinen Minenbau ganz zu Beginn, habe ich irgendwie da unten zwar eine große Höhle gesehen, aber dass das so verzweigt und verwurstelt ist hier, das hat mich dann in der letzten Folge doch sehr überrascht. Hier geht es also weiter in Islands und wir haben hier unten irgend so eine Art kleines Lager gefunden. Und in diesem Lager. Oder was man jetzt bisher. Schau mal, da, hier ist. Ich wusste doch, dass hier mehr ist. Guck mal, hier ist ein Pott. Und hier, das sieht aus, als wäre hier was verschüttet gegangen, als wäre die Höhle eingestürzt und hätte irgendwie so ein kleines Lager irgendwas begraben. Wir bauen das jetzt mal raus. Hier lag ja schon allerlei rum. Wir haben ja so eine Laterne gefunden. Pass mal auf, wir machen das so. Die Torch, die nehmen wir nochmal. Die Torch. Ah, warte mal, die Torch habe ich ja. Ja, die. Quatsch, gib mal her. So. Die platzieren wir. Können wir die hier oben? Oder. Warte mal. Ich glaube, hier hinter diesem Wall scheint. Sch Das muss jetzt genug sein. Wir brauchen mal nicht so viel Licht. Problem ist ja, dass wir sonst immer wieder auch die Torch wegbauen und dergleichen. Also. Ja, und das, was wirklich das Geheimnisvolle an dieser ganzen Sache ist, ist einfach die Tür im Boden. Ganz ehrlich, das riecht nach Schatz. Aber irgendwie weiß noch nicht so ganz. Nehmen wir mit. Die kann ich auch gar nicht aufnehmen hier, die Sticks, diese Befestigung oder dergleichen. Tja, immer noch einfach nur eine Tür. Mach's mich fertig, Spiel. Kann natürlich auch sein, dass mich das Spiel hier einfach nur, aber ich buddel jetzt hier. Unter der Tür muss doch was sein. Da macht doch keiner eine Tür in den Boden, ohne dass da drunter was liegt. Vielleicht auch doch. Vielleicht macht so manch einer das ja doch. Ja, doof. Okay. Moment. Börte nehmen wir mal kurz auf, bis dass wir eben hier dann alles andere weggesammelt haben. Ja, doof. Scheinbar. So, pass mal auf. Dann schauen wir uns aber hier diese Karte an. Equip, kann ich da? This island can be dismantled. Can't be dismantled. Equip. Mal gucken. Rechtsklick. Links. Oh. Ist das einfach nur eine Weltkarte? Ist das keine? Ich dachte, ich hätte eine Schatzkarte gefunden. Aber nichts Genaues weiß ich nicht. Das heißt, ich habe einfach nur in Anführungszeichen eine Karte, aber das ist natürlich auch praktisch. Sieht so aus, als würde die sich automatisch zeichnen, indem ich durch die Gegend watschel. Große Frage der Fragen ist ja, ob ich jetzt nicht mit dem Zeug, was ich bisher so gefunden habe, erstmal wieder rauswatscheln sollte. Aber ich denke, ihr kennt das ja mit der Neugier und nur noch um diese eine Ecke, nur noch kurz gucken, was hier so kommt. Kennt jeder, oder? Zumindest jeder, der. Oh, das sieht so hell aus, aber ich glaube, das ist trotzdem nur Stein, oder? Ich dachte gerade, ob das alles Eisen ist. Das sieht so hell aus, aber das ist nicht alles. Kann unmöglich alles Eisen sein. Es ist einfach nur hochqualitativer Superstein. Ui, hier wird's eng.
Geh mal in die Ego. Da schläft was. Da schlafen. Das sieht aus, als wären da zwei Hunde, oder? Hä? Entweder zwei Hundis oder. Entweder zwei Hundis oder keine Ahnung. Moment. Broken. War mir klar. Repair. So. Crafting. Fackel. Mal wieder dahin und jetzt mal gucken, wo Hundi hin ist. Hundi ist weg. Merkt man das? Jetzt endlich unten in dieser großen Halle angekommen. Hundi ist da hinten. Also, willkommen in der großen Halle. Ach du. Da unten ist auch noch was. Seht ihr, da ist wie so eine Säule aufgebaut. Oh je, hier gibt es noch so einiges zu entdecken. Oh je, oh je. Oh je. Das geht ja gar nicht runter. Ich dachte, das würde hier steil runtergehen. Alter! Da geht's noch mal tiefer. Da unten ist irgendetwas. Und ich komme nicht hin. Also noch nicht. Also das ist wirklich, bah, ich, puh, also, weiß schon. Wie war nochmal Wii aus? Da. So. Das ist mega. Das ist wirklich einfach nur, bin gerade perplex. Es ist wirklich sehr, sehr krass. Das Spiel überrascht mich gerade enorm. Und macht so einiges wett von dem, wo ich doch zuletzt auch etwas geflucht habe. Das kann ich ja nicht leugnen. Also der Hundi da macht mir jetzt nicht so Sorgen. Die Fackel haben wir markiert, dass es dort hochgeht. Da ist noch ein Hundi am Ofen. Da waren gerade Hofzeichen. Also mit dem da oben werden wir uns jetzt vielleicht mal anlegen. Den haben wir. Aber ich habe ihn nicht so häufig getroffen, deshalb wird das wahrscheinlich wenig länger gedauert haben. Eine riesige Halle. Aber nix und nochmal nix drin. Ah, den Ofen werden wir mal entsorgen. Oh, werden die stärker nach unten oder? Aua. Immer sicherheitshalber was essen. Ich weiß immer noch nicht, ob das hilft. Ich glaube, wenn ich das jetzt so sehe, sollte ich so langsam hier wieder raus.
Oh, da ist noch einer. Ich gehe jetzt mal. Unten ist wirklich ungemütlich. Ich gehe jetzt mal wieder raus. Habe ich den Hundi losgeworden? Meinst du? Ich gehe jetzt mal wieder raus, weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier mein Zeug verliere, hier unten, boah, das wäre übel. Das wäre echt übel. Ich rätsel immer noch, was das hier eigentlich sein soll. Ob ich noch mehr buddeln soll? Ob ich zu früh aufgegeben habe? Manchmal gebe ich ja zu früh auf. So eine blöde Angewohnheit manchmal. Was spielen, wo ich sage, nee, ist nix. Aber manchmal beiße ich mich auch zu sehr fest. Ich glaube auch insgesamt ist man so als Let's Player eher dazu geneigt, nee, komm. Das ist jetzt nur langweilig, wenn ich da im Boden rumstoche. Und am Ende kommt ja eh nichts raus. Ich glaube, der ist runtergefallen, der Stock, den wir da sehen. Oder ist da was, was ich frage? Nee, der ist runtergefallen. Okay. Interessant ist, dass diese Stöcke da runterfallen, aber die Tore nicht. Die schweben. Naja. Das heißt, wir dürfen hier... Ich wollte alles Mögliche aufsammeln, nur nicht das, was ich aufgesammelt habe. Die schweben hier jetzt dumm rum. Nicht die denn wenigstens... Übrigens, wir haben die alte Musik wieder. Ist das nicht schön? Richtig, das ist nicht schön. Na gut, okay, komm. Weiter, gerne Heimat, wenn wir sie denn finden. Jetzt kommt hier, letzte Folge war das große Rätsel, werde ich wieder rausfinden? Jetzt wird das Rätsel gelüftet. Meine eigene Prognose ist, naja, erhalten optimistisch. Ressourcen ist echt sonst nichts. Eigenartig. Einer die Fackel verpasst. So. Kann das sein, dass die Fackeln nicht ewig brennen? Kann das sein, dass dieses Spiel eben nicht Minecraft ist? Wo die Fackeln ewig brennen? Ups. So, ja, in der Tat, es ist nicht Minecraft. Die Fackeln brennen nicht ewig. Aber wir haben trotzdem Markierungen. Dann sollte ich vielleicht doch wieder Baumstämme nehmen. Die sind ein bisschen auffälliger als so eine kleine Popelfackel. Ist recht, wenn ich mal wieder auf die Idee komme, die Popelfackel in... Ich habe rausgefunden, yay. Die Popelfackel in... Dings zu verstecken in irgendwelchen Tropfsteinen. Hallo Welt! Ah! Schön, dich zu sehen, Welt. Ich hoffe, dir geht es gut. Ach ja. Echt krasser Scheiß, wenn du mal überlegst. Hier haben wir gebuddelt, als unser Koya der Erste gestorben ist. Ne, das ist ja Koya der Erste. Hier haben wir gebuddelt. Da war die ganze Zeit die Höhle. Das ist eben die Frage, war die wirklich dort die ganze Zeit oder wurde das nachträglich reingepatcht? Wir wissen es immer noch nicht. Ich bin ja immer noch der bösen Ansicht, dass dies nachträglich reingepatcht wurde. Na, Günni? Bin wieder da. Hab was mitgebracht. Schau mal, eine Laterne. Frag mich, ob die ewig brennt. Und wenn ja, wieso? Ja, hier habe ich jetzt überall Fackeln hingehängt, aber ich sehe schon, die muss ich dann auch wieder anzünden. Also, das Erste, was ich jetzt echt mal überlegen sollte, ist... Mal schauen. Blindleiter. Ob das
länger hält als, diese Bowdrill. Als die Bowdrill nach Zoma anzünden kaputt, finde ich ein bisschen schade. Das haben sie echt geändert. Tja, also mit Leiter, da ist noch nichts hinzugekommen. Das heißt, wir brauchen... Was gibt es denn noch für, mehr oder weniger primitive Feuerzeugmöglichkeiten? Honey Warp Bait. Katapult. Ach, guck an, was ich schon bauen kann alles. Cat Carpet. Aha. Dummy Target. Frage ist ja, was ich jetzt mit diesem Salpeter anfangen kann. Ich schau mal, ob ich jetzt Gunpowder herstellen könnte. Gunpowder, Gun sein. Gunpowder Keck, das ist aber auch nur. Ah, hier Gunpowder. Muss ich das vermörsern? Lass uns mal kurz gucken. Table, schauen wir mal. Einen schönen Tisch und kleinen. Small Wood Table. Wooden Table, Iron Table. Iron Ingots 8, Blanks 5, hier Blanks 4, Woodbeam, Nails, Wooden Table, Woodbeam, Blanks, Nails. Ich finde so einen runden, glaube ich, ganz in Ordnung. Frage ich nur, wo man da... Na, andererseits, wir können das hier in der Küche machen, dass mir die Küche noch so ein bisschen... Dann würde eher so, ein Eisendingenskirchen besser passen. Container? Das ist als Container? Wir schauen uns das einfach mal an. Planks und Eisen-Ingots. Ich hoffe, ich habe noch Ingots hier. Ansonsten müssen wir tatsächlich mal... okay. Ja. Eise? Ja, das ja, oh. Das ist ja jetzt suboptimal, ne? So, die Map, die tun wir einfach mal hier hin, dass wir die auch immer mal griffbereit haben. Das hier weiß ich nicht, das schmeißen wir auch noch aus. Cave Mushrooms. Ich brauche Eisen. Ich habe hier so eine Kuriositätenkiste. Da schmeißen wir das mal rein. Da schmeißen wir auch hier die Kristalle mal rein. Clay Flower Pot. Ja, wenn wir auch noch. Hier habe ich noch Stone Chunks. Die müssen wir gleich noch reinschmeißen. Das schmeißen wir rein. Gras. Ganz ehrlich. So. Achso, jetzt liegt der Müll hier in meinem Haus rum. Ne? Das war jetzt auch sehr intelligent. So, da sind noch so ein paar Sachen. So eine Höhlenausrüstungskiste bräuchte ich jetzt noch. Wo machen wir denn hier eine Höhlenausrüstungskiste? Was habe ich denn hier? Ist das Holzzeug? Was ist hier? Da ist noch nix. Höhlenausrüstungskiste, bitteschön. Nee. Nee. So, Rechtsklick. Rope kommt da rein, Zweige, das kommt da rein. Fackel. Bogen jetzt nicht. So, das ist doch eigentlich schon mal ganz okay. Hier haben wir fertige Sachen. Hier ist auch die Shotgun drin. So, da können wir den Bogen reinschmeißen. Da können wir den Pott reinschmeißen. Die Map behalten wir. Die Lampe behalten wir auch mal. Man weiß ja nie. Ne, nicht die Chunks. Entschuldigung. Die Pilze kommen hier noch rein. Sind das andere? Cave Mushroom? Cave Mushroom. Decken die nur auf 3 oder wie? Egal. So, das war's. Die Chunks tun wir noch darüber. Habe ich mein Eisen? Bin ja schockiert. Ich bin. Ach Mann, ich will immer mit Steuerung. Klick rüber. Eben. So. Bin schwer schockiert. Kein einziges Müh an Eisen? Das kann doch eigentlich gar nicht sein.
kann doch gar nicht sein. Da, 8 Iron Ingots. Mehr brauche ich doch gar nicht. Wisste, mehr brauche ich doch gar nicht. Crafting. Double. Double. Ein Double Blanks brauchen wir noch. So. Blanks. Die habe ich schon mal vorbereitet. Das wusste ich noch zum Glück. So, Crafting Table. Und dann bauen wir jetzt einmal den Container. Auch wenn ich vielleicht auf die Gefahr hin, da nichts draufstellen zu können mehr, weil das ein Container ist oder so. Aber wer weiß. So, Moment. Jetzt drehen wir mal K. So. Lass mal ganz kurz gucken. Ist da irgendwie... Gibt es eine Schubladenfront oder so? Sieht natürlich mehr aus wie ein Schreibtisch als wie ein Küchentisch. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, was wie ein Küchentisch aussehe. Was ist das denn hier? Locksmith Table. Ahnst das nicht? Oh, ein Wooden Table. Also hier ist jetzt, ich finde halt nichts, was irgendwie Küchentisch. Ich kann mal gucken. Kitchen, gibt's da was? Once Repair Kit. Nee. Bleibt man dabei bei dem Tisch? Das ist halt echt ein Schreibtisch. Nails, Wooden Beam Planks. Ich finde, das ist zu sehr Schreibtisch optisch jetzt betrachtet. Dann lieber hier so ein Tisch hier, so ein klassischer. Also brauchen wir Wooden Beams und Nails. So, Wooden Beams habe ich nicht mehr. Müssen wir ganz kurz herstellen. Crafting. Beam. Zack. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir ein paar. Mal wieder ein paar auf Vorrat. Also, vielleicht waren die hier. Ja, natürlich waren die hier. Und Nails habe ich, glaube ich, hier rein. Nein, habe ich nicht. Habe ich hier einen? Nein, habe ich nicht. Habe ich hier? Nein, habe ich nicht. Aber irgendwo waren Nails, ich weiß es. Ah, 1000. So, jetzt aber Crafting Table. Der hier sollte es eigentlich sein. Ah, ist schon jetzt auch kein richtiger Küchentisch oder sowas, aber es passt schon. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, kriegen wir da drauf hoffentlich auch, ich hoffe es einfach, die Mörser platziert. Da haben wir nämlich auch noch welche. Frag mich gerade, wo ich die jetzt wiederum hingetan habe. Müssten rein logisch betrachtet eigentlich hier sein. Sind es aber schon mal nicht. Das ist super. Ich hatte ja einen Mörser. Ich glaube, der war im Gepäck vom Koja im ersten. Loth, hier, das nehmen wir gerade mit. Otrill nehme ich auch gerade mit. Im Gepäck von Koja dem ersten. Da war noch ein Mörser. Nails nehmen wir mit. Iron Ores, Iron Ingots. Jetzt mach mich doch nicht fertig. Das ist ja unglaublich. Marble Chunks, das werden wir auch noch. Hier Clay, werden wir auch noch. Stone Chunks. Blind, das kommt alles noch rüber in die Kisten. Wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Augenscheinlich bin ich damit noch nicht fertig gewesen. Ich dachte, ich hätte das schon mal. Glass Shards hier, die kommen auch mal rüber. So, hier sind noch mehr Glass Shards. Sauber. Wood Coin, das Ding hier müssen wir reparieren auf jeden Fall. Wooden Spoon, Clay Bowl hier, da können wir vielleicht ein bisschen dekorieren. So. Das ist doch schon mal ganz nice. So, jetzt weiß ich nur immer noch nicht, irgendwo war ein Mörser. Oh, nehme ich das Gras halt wieder. Irgendwo war mal ein Mörser, aber dann bauen wir halt einen neuen. Schistruff, Jung. Schistruff. Ich weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung. Crafting. Mortar. Was brauchen wir? Stone. Ganz normale Stone. Das kriege ich aber gerade so. Kriege ich aber auch echt gerade so nur hin. So. Ein Mortar. Zwei. Vielleicht brauchen wir davon auch mehr. Aber wer weiß das denn schon. Das ziehen wir mal da runter. Dann... Acht? Ach nee, da müssen wir auch wieder frei platzieren wahrscheinlich. Ist das... Kann ich damit... Kann ich damit nichts machen?
vermute, ich brauche dafür... Jetzt bin ich aber echt überfordert. Moment, lass mal kurz gucken. Dann Peter, ich hatte halt gedacht, dass ich da irgendwie Schwarzpulver... Aber was ist ein Schwarzpulver? Schwefel? Und Salpeter? Oh, ich weiß es nicht. Gunpowder. Ich kann Gunpowder noch nicht herstellen. Ich weiß noch nicht... Oder habe ich das jetzt... Oder muss ich das... Wird das irgendwie... hier... Den Chemietisch? Chemistry Table oder sowas? Alchemisten. Ach, hier, Alchemisten. Das wäre vielleicht was. Alchemisten-Dingsbums da. Das ist Container. Alchemist ist hier. Ich muss so ein Ding mal bauen. Ich habe ja keine Ahnung, was man damit anrichten kann, aber wir können ja mal so eine bauen. So, die bauen wir mal hier. Ist einfach nur eine Kiste. Ist einfach nur eine Kiste, da kann man nichts mit. Das ist natürlich, das sieht episch aus da, wo sie jetzt steht. Die hat ja zum Glück die Ressourcen wiedergebracht. Kann ich denn so ein Ding mal hinstellen? Puh, am besten in den Keller. Das ist so ein typisches Objekt, was man in den Keller oder auf den Speicher stellt. Finde ich jetzt. So weit weg vom täglichen Blick eigentlich. Hier, aber ich bin da anders. Hier, wir stellen das vor das Fenster. Hier, wenn man hier reinkommt, kann man seine Sachen da loswerden. Das ist Kotzen beispielsweise. Ne? So. Ja, jetzt sind wir echt weitergekommen, was... Achso, nee, man muss es ja nicht... Das muss man ja nicht rumbrennen irgendwie. Normalerweise wird das doch gemörsert. Also mich wundert es jetzt, dass man da... Wenn ich so einen Mörser hier platziere... Also den Sinn und Zweck des Mörsers verstehe ich noch nicht so ganz, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich den jemals im Inventar gebraucht hätte. Und wenn er hier liegt, kann ich ihn auch nur wieder aufheben, aber nicht benutzen. Nicht irgendwie wie in Ark oder anderen Spielen. Man weiß es nicht. So, das schmeißen wir da rein. Die Iron Ingots kommen da auch rein und dann ist ganz schnell das Zeug... am Platz. Das schmeißt man da rein. So, hier dann die Clay Bowl. Ja, komm. Die, meine ich. So. Ne? Ausrüsten. So. Machen wir jetzt auch noch hier. Huch. Ah, da. Da ist sie, die Schale. Die machen wir jetzt. Machen wir da hin. Und die Flasche. Huch, die schwebt. Schwebt schon wieder. Lass die mal kurz. So, genau. Wenn man die ein bisschen weiter oben platziert, dann fällt sie automatisch runter. Selber machen wir hier mit. Habe ich sonst noch irgendwas? Hier, Spoon. Perfekt. Den drehen wir mal. Was war das jetzt? Moment. So. Oh, und jetzt lassen wir den mal auf die Schüssel fallen. Mal schauen, was passiert. Er schwebt. So wie das Löffel machen. Dann machen wir das halt. Nee.
Ja, Mann. Wird mal immer jemand Licht machen? Ich sehe nichts mehr. Der Löffel jetzt richtig rum. Es ist gar fantastisch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es wird jetzt Zeit für Pofen. Wir haben ewig nicht mehr geschlafen und auch ewig nichts mehr Anständiges gegessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann, ja, mal gucken. Einerseits würde ich diese Höhle weiter erkunden. Ich glaube, wir machen das auch, oder? Könnt ihr mal schreiben. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen. Mehr Höhle erkunden? Oder jetzt dann so langsam doch mal... Hallo? Was? Hä? Günni? Hä? Günni? Was? Hä? Was? Günni, Günni, du... Warum? Was ist los, Günni? Warum bist du... Günni, wo ist dein Stall? Ich sehe nichts. Hier, da, Günni, da schläfst du. Du musst nicht zu mir ins... verarschen, Spiel. Was hat denn Günni jetzt in meinem Bett gemacht? Ich mach mir Angst. Ich mach mir selbst Angst. Günni, du bleibst da jetzt. Ich will jetzt in Ruhe schlafen. Alter. Was zur Hölle? Ich komme hier nicht lang. So. Ich will jetzt endlich pennen. Das war doch alles ein böser Traum. Gute Nacht. Bis zur nächsten Folge. Gibt's ja wohl nicht. Ciao.